Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Beim letzten Mal haben wir hier nochmal die Spinnentochter vom Handsome-Hexer erledigt. Hinterfragt bitte nicht, wie das funktioniert. Interessant. Jedenfalls möchte ich nur festhalten, ich werde mir eine Sache mitnehmen und das ist hier der Class-Mod Neutral Böser Mönch. Ich hoffe und vermute auf etwas. Genauso nehme ich rechtmäßiger neutraler Mönch mit. Weil einer von beiden ist der. Moment. Jetzt muss ich tatsächlich was nachgucken. 544. Nee, nee, ist schon richtig. Bei einer von beiden ist der für ein besseres Garnsauger-Bild. Ich werde mal ganz kurz verlassen und wieder reingehen. Dann bin ich nämlich bei der Schnellreise, soweit ich mich entsinne. Oder auch nicht. Gut. Jedenfalls eins steht fest, ich habe tatsächlich doch die beste Waffe mit unter schon in den Händen. Und zwar handelt es sich hierbei um die Amcam Terror. Das ist mit einer der besten Waffen, die man haben kann, tatsächlich. Das heißt, ich brauche die nur unendlich lange farmen. Na super Drachen. Die nur unendlich lange farmen, weil die ist mit einer der besten. Ob man übrigens die nochmal irgendwie bekommen kann, weiß ich nicht. Aber die, die ich jetzt gerade in der Hand halte. Aber auf jeden Fall versuche ich weiter die Amcam Terror fa zu farmen. Super, wie ich auf der Straße geschaut habe. Okay, so funktioniert das dann doch. Ja. Das Lobby immer noch offen ist, brauche ich glaube ich nicht zu erwähnen. Das lasse ich jetzt auch so beistehen, sag ich mal so. Ob und wiefern ich jetzt noch bessere Sachen kriege. Ist die eine Frage, ne? Aber gut. So. Jedenfalls werde ich versuchen, weiter die Amcam Terror zu farmen. Dafür werde ich aber einen ganz kurzen Cut machen. Und dann sehen und hören wir uns gleich wieder. Von daher, bis gleich. So Leute, nicht wundern. Ich wollte euch nur ganz kurz mal abholen, nicht, dass ihr euch nachher wundert. Ich bin gerade dabei, ein bisschen Inventar und Safe zu sortieren. In Anführungszeichen mal eigentlich das zu machen, was ich schon längst mal machen wollte. Und zwar mit Sachen auf andere Charaktere verschieben, unter anderem aber auch Sachen auszumisten, die ich zum Beispiel mitnehme für Gamerwood und die ich einfach jetzt gerade nicht brauche. So kann ich das eigentlich auch. Ja, kann ich eigentlich hier auch erstmal lassen. Egal. Aber solche Sachen, die ich halt wirklich gar nicht mehr benutze. Will ich zum Beispiel ganz gerne einlagern. Und halt über einen anderen Charakter halt so ein bisschen
später an den guten Gamerbot weiterleiten. So, das war Feuer 800, ja gut. Wie gesagt, aktuell schmeiße ich das zwar alles auf meinen Main-Charakter, den ich eigentlich immer spiele. Aber immerhin. So, und ich weiß auch nicht, warum Handsome ganz Zeit sich da meint einzuschalten. Mist, wäre lustig gewesen, wenn ich sie früher gehabt hätte. Klappe! Aber ist trotzdem lustig. So. Wie man sieht, kann ich die nicht benutzen. Oh, und mein Inventar mit dem Assassin ist auch voll. Ach so. Hab keinen Lernslot. Verstehe. Gut, gucke ich mal eben schnell, ob ich nicht zufälligerweise noch einen Slot freikriege. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Jack oder sein Krieger. Wir schaffen das. Ich hoffe, dass ich hier wenigstens Ordnung habe. Nee, tatsächlich nicht. Aber ich kann hier vier Sachen reinpacken. Aber ich habe ja auch noch absurd starke Sachen, sehe ich gerade. Was ist das denn? Warte mal. 27 Millionen, wo habe ich die denn her? Ist aber halt keine Hyperion mit einer Anziehungskraft, ne? Was eigentlich schade drum ist. Ihr seht, also hier habe ich auch so ein paar Sachen, die mir der Gamer wurde schon mal anvertraut hat ursprünglich. Die sind super stark auch eigentlich. Für und an sich. Aber gut. Gut, wie man sagt, ich sollte ja vielleicht erstmal das machen, warum ich hierher gekommen bin. Okay, ich habe zweimal jetzt diesen Zahnstocher, wie er ja so schön im Deutsch übersetzten heißt. Ja, Mundwasser. Wasserschild. Und... ja, komm. So, was war denn das jetzt gerade für ein Schild, was ich da noch gesehen habe? 1 Million. Ah, 1 Million, das ist... nicht besser als das, was ich aktuell mit habe selber, sonst würde ich das nehmen. Also beim Garn-Circle halt, ne? Achso, übrigens, hier lebt Roland noch bei mir. Ich muss mal gucken, dass ich irgendwann mal meinen Assassine auch ausmaxe, da auch versuche, privat mal weiterzukommen. Aber gut. So. Und so kann es dann manchmal gehen, dass ich dann in übertragenen Sinne Stunden und Stunden verbringe, nur um sortieren und Platz zu schaffen. Und das halt auch echt oft, wenn ich hier fertig bin mit Aufnehmen, Leute. Also oftmals versuche ich es einfach auch nur, um Platz zu schaffen in mein Safe, um auch mein Inventar ein bisschen frei zu kriegen. So, by the way, habe ich jetzt eigentlich hier auch was rausgenommen gehabt. Und dann kann ich noch ein paar Sachen einlagern, die ich so wirklich gerade gar nicht benötige. Zum Beispiel ein oder zwei der... ja, ich kann sogar mehrere Sachen noch wegräumen. Gut. Muss ich zwar irgendwann nochmal durchsortieren. Hier, die Amcam Terror, die ich habe, die 600er, die packe ich mal zurück. Die ist sowieso nicht relevant. So... halt, ich habe gerade, genau. Wir sollten vielleicht mal nach Typ sortieren. So. Macht 600. Ja, macht 500.
Hier 174.000 mal 10. Jetzt muss ich eine Schrot aussuchen, die weniger macht. Da. Die macht mehr. Die macht wesentlich mehr. Die macht Feuerschaden. Gut, habe ich keine. Ah, okay. Ja, die ist auf jeden Fall besser. So. Dann kann ich die nämlich noch verkaufen und dann habe ich auch ein bisschen Platz, um weitere Armkamm-Terrors zu sammeln. Ja, irgendwer muss sich um all diese neuen Kammern kümmern. Meins? Du kannst nicht für hunderte von Kammern meins sagen. Sagst du? Was denkst du, Lel? Bevor wir uns diese Kammern ansehen, haben wir noch einiges zu tun. Sanctuary braucht einen neuen Schild. Hyperion muss ausgelöscht und unsere Gefallenen müssen begraben werden. Jack ist vielleicht tot, aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Ich verstehe. Was denkst du? Ich dachte, ich hätte schon gesagt, dass ich die Kammerjagd übernehme. Dolle. Kein Geld bei mir. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Ihr seht ja, allein hier bei den Automaten kriegen wir sogar schon Schilde mit 2 Millionen plus Bereich. Ne? Hier 2 Millionen 400, also seit Ende. Da sieht man mal, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, noch gute Sachen zu kriegen, theoretisch gesehen. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Deswegen gucke ich auch, obwohl man relativ sicher sein kann, immer noch bei den Händlern vorbei, quasi. Also bei den Handels-NPCs. Aber gut. Ich würde jetzt einfach mal sagen, daher jetzt hier weitgehend alles ausgereizt ist, geh wieder Treehorn Stive und mach weiter. Kurz mal Inventarcheck, was ich jetzt eigentlich am Platz habe, damit ich das weiß nochmal. Platz habe ich aktuell 11. 11 am Camtaros kann ich sammeln, Minimum. Dann melde ich mich zurück. Von daher, bis gleich. Okay, Leute, jetzt habe ich das Ultimative geschafft. Ich habe eine neue Camtaros gefunden. Jetzt guck mal. 55.000 mal 2. Die macht mal 2 Schaden. Jetzt ist die Frage. Dann muss ich gleich natürlich gucken. Danke. Das ist die hier, ne? Genau, 550. Alter! Wie nice! Jetzt pass mal auf. Ich glaube, das ist der nächste Schritt. Am Chemterrace mit Multiplikator einfach farmen. Ja, das ist jetzt schon übertrieben, aber ich mach weiter. Von daher, bis gleich. Leute, mir ist noch was aufgefallen. Ich glaube, ich habe sogar einen Denkfehler gemacht. Ich guck mal gerade, ob ich recht habe mit einer Vermutung. Das ist nicht wahr. Ich habe tatsächlich einen Denkfehler. Jetzt ist das die zweitbeste, das ist die erstbeste. Und ich muss hier mal auf jeden Fall die mit einem X markieren, damit ich weiß, dass die weg kann inzwischen. Ja, das ist jetzt nicht passiert. Einfach mal eine bessere als sogar meine Hauptding. Was wollte ich jetzt daran? Gut, ich würde sagen, wie gesagt, ich gucke mal, dass ich weitermache. Von daher, bis gleich. Okay, Leute, mal einen weiteren kleinen Zwischenstand inzwischen. Wir haben noch 7 Plätze frei und ja, ich habe gerade mal diese 4, korrigiere, diese 3 am Camtaros gefunden. Also eine mit 643.000, eine mit 634.000, eine mit 503.000. Das ist leider etwas enttäuschend. Huch, kurzer Lag. Alles in allem sind aber die Amcam-Terrors auf jeden Fall mit der besten. Du kannst mich niemals töten!
Hier, ihr seht ja, den habe ich jetzt ja auch sehr schnell erledigt. Wenn ihr euch zurückerinnert, da habe ich ja Struggle gehabt bei denen. Genauso auch die Amcam Tarot zu farmen geht dadurch tatsächlich um einiges einfacher. Also, alles in allem mache ich gerade nichts anderes seit ungefähr tatsächlich über 1,5 Stunden jetzt inzwischen, als ständig Savage Lead erledigen. Wenn was getroppt ist, ist einsammeln. Wenn nicht, dann nicht. Speichern, beenden, wieder rein, Fahrzeug holen, wieder hindüsen. Und das, wie gesagt, seit 1,5 Stunden. Wenn nicht sogar schon länger. Können auch schon 2 Stunden sein. Jedenfalls. Ja, mittlerweile weiß ich ganz gut, wie man übrigens auch hier parkt. Also immer irgendwie so, dass man nach links aussteigen gezwungen wird. Und, ach ja, genau. Das sollte man auch relativ frühzeitig tatsächlich immer schon machen. So, hat er was getroppt? Nein. Selbes Spielchen nochmal. Ihr kennt es. Verlassen, speichern, beenden und dann wieder rein. Und wie gesagt, das mache ich jetzt schon seit, ja, gut und gerne 1,5 Stunden. Das ist auch irgendwann anstrengend. Gut, ich hatte natürlich auch das Glück, wie jetzt zum Beispiel, dass er vorne hier spawnt. Wisst ihr, wie vorne da ist, ne? Aber das Glück ist so selten. Da kann man lieber auf ein 6er in Lotto hoffen. Ganz ehrlich. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar höher. Hat nichts getroppt. Wieder raus. Und so geht's halt, wie gesagt, für Runde, für Runde, für Runde, für Runde, für Runde, für Runde. Und das halt, seitdem ich ja, wie gesagt, habe, ich mache erst weiter, wenn ich Inventar voller Amcam Tarots habe, ne? Aber ihr seht ja, was los ist. In seltenen Fällen hatte ich das Glück, dass ich nach dem Respawn, also sprich nach dem wieder reingehen, ja, ihn direkt gegenüber hatte, also auf der anderen Hälfte, wo ich eben war. Aber wie gesagt, das Glück ist halt nicht immer da. So. Tja, aber wie gesagt, ihn hier müsst ihr wirklich immer wieder und immer wieder und immer wieder erledigen, nur um halt ein bisschen bessere Amcam Tarots zu kriegen. Ich sag mal so, ich sehe es jetzt nicht ein, dass ich jetzt noch wochenlang da dran sitze. Deswegen werde ich im Fall der Fälle mich mal auf einem Online-Market umsehen, ob irgendwer jemand einen Spielstand hat und sagt, hier, ich habe einen Amcam Tarot mit, ach, lass mich lügen, 2 Millionen oder 3 Millionen Schaden. Und dann würde ich sagen, hier gleich, hier, Kay, gib mal her, ich gebe dir dafür, keine Ahnung, ein Fuffi, ne? Ganz ehrlich, so weit würde ich sogar schon gehen. Aber das ist halt nur so ein Gedanke, den ich halt gerade mal fasse. So, wie dem auch sei. Das Spielchen muss ja eh weitergehen. Deswegen würde ich sagen, die nächste Amcam Tarot, die ich kriege, die auch so over the top ist, wie die, die ich jetzt gerade
erhalten habe, direkt zu Anfang des Versuches. Versuchdurchlaufs. Wenn ich wieder so eine kriege, dann versuche ich das bei Digitractor Peak. Gott. Digitractor Peak. Genau, so heißt das. Glaube ich, denke ich. Also ich versuche es auf jeden Fall dann da nochmal. Und wenn das nicht hinhaut, versuche ich zumindest den restlichen Questkram zu erledigen. So gesehen alles, was halt machbar ist. Mit meiner Ausrüstung gerade. Und sonst muss ich halt, wie gesagt, hoffen, dass ich halt immer irgendwelche Randoms reinkriege. Was jetzt leider ja nicht der Fall ist aktuell. Also das Einzige, was ich noch gelesen habe, ich habe noch mal kurz recherchiert, während ich das hier natürlich versucht habe. Es scheint so, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit geben soll, dass er was droppt, wenn er diese Aura ausspuckt. Ja, hat er jetzt auch gerade eine Granate. Na super. Also Sammelgranate, nicht wer. Nicht Granaten-Mode. Ah, das ist doch... Ja, wie gesagt. Jetzt könnt ihr euch erahnen, was ich jetzt schon seit einigen Minuten mache. Ne. Aber wie gesagt, das gehört mit zum Spiel. Ich habe jetzt eigentlich hochgerechnet sowieso schon weit über 20 oder 30 Stück ja gesammelt. Hochgerechnet. So gesehen. Deswegen kann ich eigentlich auch schon froh sein. So kann man übrigens auch aussteigen, kurz vor Ende nochmal Turbo geben und dann 2 Sekunden oder maximal 1 Sekunde bevor Aufprall ist, nochmal aussteigen. Achso, und unten sammelt sich übrigens auch das Geld ganz gut, by the way. Und wieder nichts. Gut, alles in allem ist das halt echt so langsam einfach nur noch anstrengend. Es ist halt wieder traurig, dass ich halt, wie gesagt, darauf zurückgreifen muss, weil 2 Sachen. Erstens, der Gamer wird erst sein PC neu aufsetzen kann, sobald er alles gesichert hat. Was ich total verstehen kann. Bin ja auch so. Und zum anderen finde ich es halt etwas unentspannt für mich selber, weil ich ja immer darauf mich verlassen muss, dass irgendwie noch irgendwas hinhaut. Ich sag mal so, ich bin froh, dass ich mir keine Sorgen machen muss bei mir, dass mein PC läuft. Den habe ich mir teuer gekauft. Na, das war zu spät. Den habe ich mir ja teuer gekauft und da habe ich gesagt, okay, ist halt in Ordnung. Muss halt so sein. So. Und die andere Sache war ja halt die, es ging ja nicht mehr mit dem anderen PC. Das war einfach nur noch eine Katastrophe. Von daher, alles Duty, alles in Ordnung. Ja. Ah, okay, also anscheinend stimmt das, was mit der Aura anbetrifft. Aber irgendwas Besonderes an sich ist es eigentlich nicht, was man dabei rauskriegt. Hey, du hast in die andere Richtung geworfen. Jetzt wird man hier nicht frech. Ach ja. Weiß auch gar nicht, warum er die Spritzen nicht aufgesammelt hat, automatisch. So, aber nochmal 239. Ne, da habe ich schon eine bessere, ne? Gut. Aber trotzdem, wie ihr seht, die Aura ist tatsächlich ein Hinweis darauf hin, dass er irgendwas droppen wird. Was ist aber halt, ja, leider der Codierung überlassen, also der Programmierung, sprich, was halt am wahrscheinlichsten ausgespuckt werden darf. Ja, da hast du dich selbst beleidigt. Das ist wieder richtig erkannt.
Gut, Geld ist zwar auch ein Drop, aber kein besonders guter. Gerade wenn man, wie gesagt, das farmt, was ich erfarme, die Amcam Terrors. Ach, Leute. Leute. Es ist halt auch einfach nur noch... Ja. Es ist einfach zum Kotzen, bin ich ganz ehrlich. Ich will doch nur eine weitere am Camtero, die so ist, wie ich die jetzt eben gefunden habe. Klar, die Wahrscheinlichkeit, dass man das nochmal kriegt, ist natürlich 1 für 1. Nämlich keins. So. Und deswegen mindestens eine, die genauso gut ist. Sprich, auch diesen Doppelschaden eventuell anbietet. Wenn ich wenigstens eine Möglichkeit hätte, schneller zu ihm zu kommen, auch immer. Nix getroppt. Alter. Und diese Bullymonks sind übrigens sowieso krass. Muss ich mal festhalten. So. Aber wir schaffen's. Achso, übrigens. Eine Sache habe ich noch herausgefunden beim Recherchieren wegen der Amcam Terror und Droprate, wie auch, ja, zufälligerweise, dass es halt nur der Gegner wirklich ist, der das droppt. Also wirklich nur diese eine einzige. Es gibt die Möglichkeit, sie auch zu kaufen, tatsächlich. Für Torg Coins. Bei Badass, Creator of Badass Unity. Bei den ganzen Automaten, die da halt vertreten sind. Ja, da eignet sich am besten dann zum Beispiel der bei Moxie in der Bar. Oder bei Beatdown bei der Kneipenschlägerei, ne? Das sind so die zwei besten Spots, wo halt die Automaten sehr nah beieinander stehen und man relativ schnell auch dahin kommt. Ne? Also wenn man sie schnell mal braucht und man sagt sich so, ich brauche keinen guten Stats, sondern ich brauche einfach nur die Amcam Terror, dann kann man sich sagen, okay, ich hole mir die bei einem Torg DLC an den Automaten, also an dem Torg Coin Automaten. Ansonsten würde ich sagen, macht es wie ich, farmt euch einen Ast ab. Es dauert ja auch eigentlich nicht lange, bis man so die ersten zwei hat. Ja, gerade als Garnzwerger brauchen wir ja zwei wegen den Double-Bonus, sag ich mal so. Auch wenn ich den, glaube ich, gar nicht habe. Ja. Was ich ja machen könnte, das will ich auch gleich noch machen, den Skilltree umstrukturieren. Sprich, zweimal dieselbe Waffe, Pistolenschaden hoch und so weiter und so fort. Da muss ich natürlich gucken, da ich auch mit den, na sag mal, schnell arbeite. Mit den Class Mods, jetzt habe ich wieder gerade mein Hören manchmal, ne? Also da ich damit auch ein bisschen arbeite, weil damit kann man ziemlich schnell noch mal ein paar Skills überspringen, die man zum Beispiel gerade nicht braucht. Nö, nee, auch wieder nicht. Gut, dann mache ich das mal ganz kurz, was ich gesagt habe. Ich gehe nach Sanctuary. Der Part ist sowieso auch gleich zu Ende. Das ist, glaube ich, dann auch ein guter Zeitpunkt, um das mal zu machen. Und ja, ich gucke mal, dass ich dann mein Skilltree ein wenig umbastel. Bevor ich das jedoch mache, zahle ich mir mein Handy. Damit ich in dem Fall der Fälle mein Skilltree natürlich wieder herstellen kann. Na, das muss ja natürlich auch in gewisser Hinsicht dokumentiert werden, ohne dass ich lange danach suchen muss.
Versteht ihr, was ich meine? So. Ja. Obgleich ich das dann natürlich nicht sehe. So. Ja, da habe ich nämlich nur die. Ne, aber da habe ich die geskillt. Jetzt muss ich tatsächlich mal ganz kurz auch die Class-Mod entfernen. Einfach nur, damit ich sehe, ob ich das geskillt habe. Oder ob das vom Elefant kommt. Okay. Hier habe ich halt fast den kompletten Baum geskillt. So, scheinbar geguckt, ob die Bilder vernünftig erkennbar sind. Ja. Ja. Und ja, dann kann ich die eben schnell noch verschieben. Dip, dip. Verschieben. Neues Album. Speicherkarte. Ganz circa Skillbaum. So, das läuft doch schon mal prima. So. Und jetzt mache ich das, was ich wie gesagt machen wollte. Ich drücke auf Skillpoint neu verteilen. Das kostet mich 800 etwas 1000. Das ist in Ordnung. So, und jetzt gucke ich mal, dass ich, achso ja, natürlich den Hauptskill mache. So, abweichen, Ähnlichkeit, achso, warte, bevor wir das machen, ganz wichtig. Kindheit, muss ich ja schon. Ich glaube, den hatte ich, ne? Was will ich haben? Was will ich haben? Nee, doch nicht. Huch. Jetzt hätte ich drauf achten sollen. Ja doch, den hatte ich, glaube ich, genau. So. Abweichende Ähnlichkeit. Beim Ganzhirken mit zwei Waffen gleichen Typs verursachst du Bonusschaden. Beim Ganzhirken mit zwei Waffen unterschiedlichen Typs erhältst du verbesserte Zielgenauigkeit. Hört sich beides gut an. Aber ich kann nicht tricksen. Schade. Erhöht die Waffenwechselgeschwindigkeit und den kritischen Trefferschaden aller Waffenarten. Das hört sich gut an. 5. Schaden um die nachhaltige Geschwindigkeit von Pistolen. 3, 4, 5. Das will ich sowieso voll haben. Du kannst Garnzirken, während du in Kampf um dein Leben bist. Hört sich gut an. Killskill durch das Töten eines Feindes erhöht sich deine Feuerrate und kritischen Schäferschaden. Egal, gerade mal. Jetzt will ich hier ganz kurz. 5. Maximale Gesundheit und erhöht deine maximale Gesundheit und gibt dir eine geringe Gesundheitsregeneration. Das mache ich auch mal volle Pulle. Schildaufbrauch sind erhöht sich deine Feuerrate mit allen Waffen. Das brauche ich auf jeden Fall auch. Den brauche ich sowieso. Erhöht deinen von dir verursachten Schaden mit allen Schusswaffen, je niedriger deine Gesundheit ist. Das brauche ich sowieso auch volle Pulle. Das brauche ich auch nochmal als volle Pulle. Den will ich sowieso haben. Erhöht den eine Bewegungsgeschwindigkeit beim Garnzirken. Brauche ich erstmal noch nicht. Unbegreiflich. Es besteht die Chance, dass dein Schuss keine Munition kostet. Das mache ich auch mal voll. Das brauche ich sowieso. Erhöht die Magazingröße aller Waffentypen. Erhöht
auch deine Munitionskapazität für alle Munitionsarten. So. Verlängert die Dauer des Garnzirkels auf jeden Fall. Zwei Granaten auf jeden Fall. Abklingenrate auch ganz gut. Das hier auf jeden Fall auch. Beim Ganzhagen fahren deine Waffen umso schneller und du lädst schneller nach, je länger du den Abzug gedrückt hältst. Hört sich auch gut an, nehme ich auch mit. Und wo war das mit Ganzhagen regeneriert? Das hatte ich doch auch irgendwo. Kühlschild durch Zitten eines Feindes hältst jede Chance Magazin und schon hinzu. Und nicht sonst zu verbrauchen, das hört sich auch gut an. Ich glaube, das war hier drin, ne? Nö. Vielleicht nicht. Was ist denn das hier überhaupt? Der reinste Overkill. Beim Töten eines Feindes wird ein Teil der überschüssigen Schaden, den du verursacht hast, dem Schaden deines nächsten Schuss hinzugefügt. Abklingzeit des Garnzirkels erhältst du zusätzlich Schusswaffen, Schaden nach 5 und ja gut. Das Töten Feindes lädt sofort alle Ausrüstung töten Waffen auf, die du letzter Schuss. So. Der erste Schuss. Ja, nee. Ja, mache ich das so. Ist es komplett anders als den, den ich hatte? Aber ich will mal ganz kurz gucken, wie das mit den Garnzirken jetzt rüberkommt. Leute, ihr seht das. Hier ist Aktivität. Ich kann tatsächlich weiter ganz irgendwie. Genial ist das denn? So. Aber finde ich wirklich gut, weil ganz irgendwie, wenn man am Boden liegt. Ich will euren Hass spüren. Ja, doch. Ich glaube, den Skillbaum finde ich jetzt ein Stück weit besser, wie ich ihn jetzt gemacht habe. Auch wenn er nur schnell überflogen ist und, glaube ich, dem anderen relativ ähnelt. Achso, warte mal. Ah, ich habe das Regen mit drinne, tatsächlich. Sehr schön. Gut, ich glaube, das ist das ganze Ganzhörgen an sich einfach auch. Warte, das kann ich ja kurz nachgucken. Ganzhörgen, Action Skill. Ganzhörgen erhältst du sofort 50% deiner Gesundheit. Ein Schaden reduzieren gegen... Regeneriert von Gesundheit und Munition. Raketen werden nicht... Ja, okay. Also der erste Skill ist der Standard-Skill. Und ist somit auch der Auflad-Skill. Gut. Da haben wir nochmal einen ganz kleinen Exkurs gemacht, wie man den Gunslinger nochmal ein bisschen pushen kann. Ob er jetzt bereit ist, sprich sich jetzt auch in den Kampf stürzen kann in Digijack Peak, weiß ich noch nicht. Was ich aber auf jeden Fall weiß, dass ich... ordentlich noch an Zeit hier reinstecken werde. Entschuldigung. Reinstecken werde, bis ich hier nochmal ein richtig gutes Ergebnis sehe. Alles in allem würde ich einfach sagen, freut euch auf den nächsten Part. Vielleicht schaffe ich da Digital Peak. Ich werde da auf jeden Fall vorher im Online-Modus warten, bis 4 Leute reinkommen. Und werde dann einfach, ja... Digital Struck Peak machen. Okay, wisst ihr was? Ich gucke nochmal nach, bevor ich hier voll von rede, wie das heißt. Digi Struck Peak. Angriff auf Digi Struck
Struck Peak. Ja, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich gucke, dass ich das schaffe. Und ich würde einfach sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Dranbleiben. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach dann auch beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars, haut rein und ciao.